So, dann geht's wieder weiter. Wenn du keinen Ärger haben willst, dann solltest du lieber erstmal mit dem Don sprechen, Kleiner. Hey, du! Was fällt dir ein, hier einfach reinzuspazieren? Wer zum Geier bist du? Wie kommst du dazu, mich bei meinen Geschäften zu stören? Ich bin Schiffsbrüchiger. Ich komme, um dir meine Dienste anzubieten. Ach, so ist das. Ich habe schon genug Leute. Warum glaubst du, sollte ich gerade ein besonderes Interesse an dir haben? Ich bin gut. Dann überzeuge mich. Und zwar schnell. Wenn du das allerdings nicht schaffst, werde ich dich persönlich den Würmer zum Fraß vorwerfen. Ich habe das goldene Schwert, das du wolltest. Das ist Oscars Werk. Das sehe ich sofort. Die Arbeit eines geschickten Goldschmieds. Du musst einiges angestellt haben, um es dem alten Zausel abzunehmen. Sehr beeindruckend. Hier, für diese Leistung hast du dir einen Teil meines Goldes verdient. Jetzt weiß ich auch, wer du bist. Du bist dieser Kerl, über den sie hier alle reden. Du hast da draußen bei meinen Männern einen ganz schönen Wirbel veranstaltet, Freundchen. Selbst meine rechte Hand, Fincher, ist auf dich aufmerksam geworden. Und das will was heißen. Er meinte, du hättest Potenzial. Naja, ich bin mir da noch nicht so ganz sicher, aber ich werde dir trotzdem eine Chance geben. Wie ist die Lage? Dir ist sicher nicht entgangen, dass wir hier in dieser modrigen Tempelruine festsitzen. Der Inquisitor hält die Hafenstadt und die Vulkanfestung in festen Händen. Er krallt sich mit seinen Klauen daran wie der Wolf an seine Beute. Tag für Tag schickt er seine Leute aus, um die Ruinen auf dieser Insel zu erschließen und auszubeuten. Und fast täglich werden es mehr. Jeder, der nicht spurt, wird in seine verfluchte Vulkanfestung verschleppt und zwangsrekrutiert. Was sucht der Inquisitor in den Tempelruinen? Ich weiß nur, dass die Weißen alles, was sie dort finden, zu ihm in die Vulkanfestung bringen. Die Magier der Vulkanfestung unterstützen sie dabei. Sie scheinen mittlerweile fast jede Ruine auf dieser Insel zu kontrollieren und zu plündern. Diesen Tempel hier haben sie bisher gemieden. Die große Frage ist, wie lange noch? Die Weißen haben euch noch nie angegriffen? Noch scheuen sie den offenen Krieg mit mir und meinen Männern. Doch wenn sie in den anderen Ruinen nicht finden, was sie suchen, dann werden sie hierher kommen. Wie war das, bevor der Inquisitor hier war? Ich kontrollierte den Handel, die Freudenhäuser und die Warentransporte der Hafenstadt. Doch dann kam der große Knall und die ertragreichen Jahre waren gezählt. Es herrschte Chaos in den Straßen. Der Handel brach zusammen und die Bauern wurden von den Biestern aus den Tempelruinen bedroht. Doch das Ganze hatte auch etwas Gutes. Wir erkannten schnell, dass in den Ruinen eine Menge Gold zu finden war. Also verließ ich mit meinen Leuten die schützenden Mauern der Stadt, um das Gold zu bergen. Dummerweise übernahm der Inquisitor genau in diesem Moment der Unachtsamkeit die Macht über die Insel und meine Stadt. Ich hatte nichts mehr zu verlieren, also tat ich das einzig Vernünftige. Ich wich zurück, hierher, in diesen Sumpf. Was ist dein Plan? Ich will meine Hafenstadt zurück, bevor der Inquisitor mit seiner weißen Armee hier angerollt kommt. Dazu habe ich vor geraumer Zeit einen meiner besten Männer in die Stadt geschickt. Er soll von dort mit ein paar Leuten meine Rückkehr vorbereiten. Doch seit einigen Tagen höre ich keinen verdammten Mucks mehr von ihm. Das ist inakzeptabel. Ich habe genug gehört. Wie kann ich dir helfen? Ich bräuchte jemanden, der sich in der Hafenstadt unter meine Leute mischt und herausfindet, was zur Hölle da schiefläuft. Du bist noch nicht lange hier. Du hast ein unverbrauchtes Gesicht und Feuer im Bauch. Ich habe keine Ahnung, ob meine Jungs noch leben oder, noch schlimmer, allesamt könnten übergelaufen sein. Du könntest für mich in die Hafenstadt gehen und herausfinden, was zur Hölle da los ist.
Wie heißt dein Mann in der Hafenstadt? Wenn du wirklich so gut bist, wie du behauptest, wird es für dich ein leichtes sein, ihn zu finden. Denn wenn du es nicht schaffst oder gefangen genommen wirst, hat sich die Sache sowieso erledigt. Ich werde meinen eigenen Mann nicht in Gefahr bringen, nur weil ich dir seinen Namen genannt habe. Wie kommt man in die Hafenstadt, ohne von den Weißen rekrutiert zu werden? Am hinteren Stadttor steht meist eine Wache der alten Stadtgarde. Gib ihm ein paar Münzen und er wird dich reinlassen. Verstehe. In Ordnung. Ich werde für dich zur Hafenstadt gehen. Gut, dann geh und finde heraus, ob meine Leute noch loyal sind. Also erzählst du besser niemandem, dass ich dich geschickt habe. Ach ja, eine Sache noch. Ja? Der Inquisitor. Sammle alle Informationen, die du über ihn kriegen kannst. Hier in diesem Loch bin ich taub und blind. Ich habe keine Ahnung, wie die Lage da draußen wirklich ist. Ich muss wissen, was dieser Fanatiker vorhat. Und lass dir nicht zu viel Zeit, sonst komme ich dich holen. Klar. Wegen deines Goldhaufens. Mach dir mal weniger Sorgen um das Gold. Kümmere dich lieber um deine Aufgaben. Ich hab schon verstanden. Na also, das ist auch besser für dich. Ich brauche eine bessere Rüstung. Erst wirst du mir beweisen, dass du es wert bist, in meine Bande aufgenommen zu werden. Dann erst kriegst du deine Rüstung. Das habe ich doch. Ich habe dein ganzes Lager hier. Hörst du mich? Okay. Dann heiße ich halt mit Fincher. Da hast du ja noch mal Glück gehabt, was? Warum? Na, du lebst noch. Für einen Moment dachte ich, Esteban reißt dir den Kopf ab. Macht er das mit allen Neulingen? Nein, aber gewöhnlich wagt es niemand, ihn derart herauszufordern, wie du es getan hast. Ich gebe dir einen guten Rat, Kleiner. Unterschätze ihn nicht. Er durchschaut es schnell, wenn jemand versucht, ihn auf den Arm zu nehmen. Womit dienst du dem Don? Ich bin seine rechte Hand und Leibwächter. Ich kümmere mich um die Erschließung neuer Ausgrabungsstätten und halte ein Auge auf die Weißen in der Umgebung. In letzter Zeit sind sie uns schon einige Male gefährlich nahe gekommen. Deswegen trainiere ich die Jungs. Also, wenn du einen guten Lehrer brauchst. Rechnest du mit einem Angriff des Inquisitors? Schwer zu sagen. Ich fürchte, er hat jetzt schon eine große Menge an starken Kriegern, die er in seiner Vulkanfestung verbirgt. Und sie wird noch weiter anwachsen. Wir können es uns nicht leisten, abzuwarten, bis er uns überrollt. Was heißt das? Die Weißen sind schon sehr nahe gekommen. Unweit des Sumpfes im Südosten hat sich kürzlich eine kleine Gruppe von ihnen niedergelassen. Sie plündern schon seit Tagen die kleine Tempelruine, die aus dem Boden geschossen kam. Wenn wir diesen Vorposten einnehmen könnten, wären wir sicher schon einen großen Schritt weiter. Wer genau soll den Vorposten der Weißen einnehmen? Broga und seine Krieger sollen sich darum kümmern. Ach, tatsächlich? Ich denke nicht, dass sich Broga auch nur ein Stück bewegen wird. Der hat ganz andere Dinge im Sinn, als sich für den Don in einer Schlacht verheizen zu lassen. Und seine Jungs sind alles andere als kampfbereit, das kann ich dir sagen. Und wer soll jetzt deiner Meinung nach die Krieger anführen? Ich werde das tun. Du? Wie willst du das denn anstellen? Das lass mal meine Sorge sein. Große Worte. Na schön, wir werden sehen, ob du es schaffst, die Weißen zu besiegen. Viel Erfolg! Geh zu den Kämpfern und sage ihnen, ich hätte dich geschickt. Sie werden dich unterstützen. Kannst du mich im Kampf unterrichten? Das habe ich mir da nur wieder aufgelassen. Eieieiei. Na schön. Und es explodiert doch die schlimmsten Fehlversuche der Alchemie.
Gold und Wasser, die geheimen Schätze der Wüste. Na sowas. Was führt dich zu mir? Brauchst du Heilung? Heilung hört sich gut an. Ich kann dir Heiltränke geben, die deine Schmerzen und Wunden lindern werden. Ich habe ein reichhaltiges Wissen über Alchemie und stelle die Tränke überwiegend selbst her. Kannst du mir die Kunst der Alchemie beibringen? Das kommt darauf an, ob du bereit bist zu verstehen und das Wissen anzuwenden. Alchemie ist eine Kunst, die schon nach kurzer Lehrzeit zu einem Erfolgserlebnis führt. Jedoch birgt es auch gewisse Gefahren. Ich werde dich gerne lehren. Jedoch nur bis zu dem Punkt, den ich für ungefährlich für dich erachte. Was kann beim Zusammenmischen von Tränken schon Schlimmes passieren? Nun, die Gefahren liegen im Studium mit fremden Ingredienzien. Selbst ich habe großen Respekt vor den unbekannten Stoffen, die uns die Erbauer dieses Tempels hinterlassen haben. Mein letztes Experiment hat mich fast das Leben gegeben. Sei also gewarnt. Erzähl mir mehr über deine Studien. Die Erbauer haben viele gefährliche Geheimnisse. Sie waren ein sehr hochentwickeltes Volk. Nehmen wir mal dieses Gestein hier. Die Erbauer nannten es Obsidian. Es ist außerordentlich widerstandsfähig. Offensichtlich hat es ihnen als Rohstoff für ihre Waffen und Rüstungen gedient. Eine Waffe aus diesem Material fügt einem Gegner im Kampf immens hohen Schaden zu. Interessant. Du bist Magier und dienst dem Don? Jemand musste sich um die Bedürfnisse der Leute hier kümmern. So habe ich mich freiwillig gemeldet. Ich sehe meine Aufgabe hier als eine Herausforderung und große Ehre. Die Jungs hier sind äußerst rau und kämpferisch. Jedoch haben wir eine Abmachung getroffen. Ich bringe ihnen Heilung und sie lassen mich hier in Ruhe meine Forschungen machen. Forschungen? Oh ja, es gibt hier einiges zu entdecken. Zum Beispiel diese magische Barriere im unteren Gewölbe dieser Ruine. Was kannst du mir über die Vulkanfestung erzählen? Es war lange Zeit ein Ort der Besinnung, des Studiums und der Meditation. Doch heute ist es vornehmlich eine raue Ausbildungsstätte für den Inquisitor. Bedauerlicherweise ist die Ruhe der Besinnung den wilden Lauten von Kampfstabübungen der Ordenskrieger gewichen. Allerdings gibt es dort einen Meister, der auch für dich sehr nützliches Wissen bereithält. Tatsächlich? Und wer ist das? Meister Illumar. Er lehrt die Anfertigung von Spruchrollen. Und die Macht der Spruchrollen solltest du nicht unterschätzen. Ich kann ja mal mit ihm sprechen, wenn ich ihn zu Gesicht bekomme. Tu das. Du wirst es nicht bereuen. Von welcher magischen Barriere sprichst du da? Die Erbauer haben ihre Räume nicht nur mit Türen aus Stein und Eisen verschlossen. Sie hatten Mittel und Wege, ihre Geheimnisse auch mit Magie zu schützen. Solltest du einmal tiefer in diesen Tempel vordringen, dann wirst du schon sehen, was ich meine. Diese Barriere ist sicher nicht die einzige, die auf dieser Insel zu finden ist. Was müsste ich tun, wenn ich Novize der Magie werden wollte? Dann würde dich dein Weg zur Hafenstadt führen, mein Sohn. Was kannst du mir über die Alchemie beibringen? Jo. Anapflänzchen. Was willst du? Was ist hinter der Tür? Zum Zimmer des Don hat niemand Zutritt. Denk lieber nicht darüber nach. Wenn du hier herumschnüffelst, wirst du das bereuen. Verstehe. Okay.
Vorsicht, Mensch! Fass Gold nicht an, Mensch! Wie kommt ein Oger zu den Banditen? Hat der Don dich etwa angeworben? Don Esteban, ein starker Kämpfer. Rettet Caracos. Caracos schuldet Leben. Jetzt dient Caracos Don Esteban für Ehren von Caracos. Das ist ein ganz schön großer Haufen, den ihr hier habt. Ist aus Ruinen. Banditen sammeln viel Gold. Caracos bewacht Goldhaufen. Und der Don vertraut dir sein Gold an. Don Esteban sagt, da ist keiner besser als Caracos. Caracos will glänzendes Gold nicht. Nur gierige Menschen. Aufgabe ist wichtig, Ehre ist wichtig, nicht Gold. Ja. Don Esteban hätte wohl keine bessere Wache finden können. Caracos stärker als Menschen. Caracos kämpft gut. Ganz bestimmt. Caracos zeigt Menschen Stärke und Kampf. Heißt das, du trainierst die Banditen? Caracos macht dich stark. Caracos kennt Axtkampf. Kannst du mich im Kampf unterrichten? Interessant, interessant, interessant. Was gibt's? Okay. So, also gibt's jetzt eine Eroberung des Lagers da drüben. Oder in die Hafenstadt. Jo. Zeig mir. Hör mir mal. Ja. Zur Stärke. Und Axtkampf nochmal einmal höher. Draußen ist es verdammt gefährlich. Ich will weiter so. Ich will. Gut. Zeige mir, wie ich besser mit Äxten kämpfen kann. Ich zeige dir zu schlagen wie Oger. Du bist kein Oger. Du brauchst viel Platz, um ganz fest zu schlagen. Nimm deine Waffe und hau mit aller Kraft zu. Du musst ganzen Körper benutzen, sonst bist du zu schwach. Danke. Runter mit der Waffe! Siehst du, geht doch! Hätte auch direkt nachgucken können, was Axtkampf 3 macht. Weißt du nicht, wie stark Äxte zum Schluss werden? Seitenschläge aus. Brauche ich jetzt nicht. Im Moment. Habe ich noch genügend. Nein. Passt genau nicht. Nicht viel für die Waffe hier ausgegeben. Ich hoffe, die kann auch was. So, dann würde ich mal sagen, der soll mir mal den Weg zur Stadt zeigen. Zur Hafenstadt. Jo.
Zeig mir den Weg zur Hafenstadt. Kein Problem, folge mir. Auf geht's. Ich möchte ja hier keinen umbringen. Wo ich mich erstmal für eine Seite entschieden habe. Im Bauernhof unten im Tal? Klar, ist ja nicht zu übersehen. Dort unten arbeiten einige Novizen. Du erkennst sie an ihrer braunen Kleidung. Novizen sind Lehrlinge der Magier aus der Vulkanfestung. Sprich mit ihnen. Sie werden dir helfen, zur Hafenstadt zu kommen. Aber hüte dich vor den Weißen. Sie arbeiten mit den Magiern zusammen. Die verstehen keinen Spaß. Wenn sie dich erwischen, hauen sie dich um und werfen dich in die Vulkanfestung. Danke, ich denke, ich hab's kapiert. In Ordnung, dann gehe ich mal wieder auf meinen Posten. Viel Glück, du wirst es brauchen. Wir sehen uns. Danke. Das war's dann auch wieder mit der Risen-Folge. Danke fürs Zusehen, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.